Hallo, ihr Hübschen. Heute mal mit Hund auf dem Schoß. Da, guck mal, da ist der Jacko. Das ist mein Hund. Guck, da, la, 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 la. Guck mal da. Da, Jacko, was ist da? Mein kleines Baby, mein Kuschelmonster, mein Schatzi-Putzi. Er hat mehrere Spitznämchen, Namen, ne? Er ist Jacko, Schatzi-Putzi. Ja, Baby. Jekulein gibt's auch, ne? Jekulein heißt er auch, ne? Kuschelmonster. Und eifersüchtig ist der Kleine. Eifersüchtig, Leute. Habt ihr schon mal eifersüchtige Tiere gehabt? Oder einen Hund? Also, wenn ich dann bei meinem Freund bin, besser gesagt bei meinem Freund oder überhaupt, auch wenn hier mal Besuch kommt und ich mich mit denen Besuch befasse und beschäftige, ja, ist der Kleine dazwischen und dann, oder er sitzt im Körbchen und macht so, oh, oh, guck, ganz treu, ne, Jacko, will kuscheln und ist eifersüchtig, muss immer aufpassen, dass mit Mama nichts passiert, jawohl, mit der Frauchen, ne, und dann klau ich immer seine Ohren. Traulich immer. Jawohl. So, jetzt ist er weg. Er hat jetzt was zu spielen gefunden. So. Was wollte ich euch noch erzählen? Oh, außer, dass ich 3 Tage jetzt fast wenig geschlafen habe. Eigentlich, also sehr wenig. Habe fast durchgemacht die ganze Zeit. Ich verändere meine Gedankenmuster, sag ich mal. So sehr, dass ich die ganze Nacht lange, lange Sätze schreiben könnte oder überhaupt darüber immer, die ganze Zeit kommt mir immer so Buch, Buch, schreib ein Buch, schreib ein Buch, schreib ein Buch. Und ich denke mir dann immer, was soll ich damit? Ich habe gerade genug Kram hier rumliegen, da kann ich jetzt weniger noch anfangen zu schreiben, weil, das denke ich mir so, weil die Atmosphäre der Räume, also besser gesagt, von diesem Raum hier einfach zu, ja, gerade einfach zu voll ist. Ja, ich gebe es zu. Ich habe angefangen mit Loslassen, Aufräumen, Ausräumen. Und das ist ein richtiger Prozess, kann ich euch sagen. Und es macht aber trotz alledem Spaß. Und trotz alledem kann ich auch sagen, es zieht einen an die Energie und an den Nerv. Und weniger auch, weil man nur stückchenweise vorwärts kommt, also so Schritt für Schritt. Wo man zwischendurch auch so einen Riesenschritt macht und dann denkt, oder zumindest denke ich das so, so, ja, juhu, ich freue mich so, ja, ich bin voller Energie dann, wenn ich dann wieder was anfange und dann was zu Ende bringe oder was wegschmeiße oder was wiederfinde, was mich so in Erinnerung schwelgt, wo ich dann denke, ach, wie schön, bei denen oder bei der Person könnte man sich auch mal wieder melden oder überhaupt. Und das Beste ist dann, Leute, es gibt es wirklich manchmal, ist es einfach so, dass es das gibt. Man hat eine Sache in der Hand oder man hat etwas im Kopf, zum Beispiel Menschen, zumindest bei mir. Ich brauche weniger telefonieren, ich denke an die. Und dann kommt irgendwann, man braucht halt nur Zeit, so ein bisschen, ne? So wie bei gestern, wo ich gedacht habe, oh, so eine tolle Energie und so eine, ich war so richtig dankbar über dieses Angebot, was mir gegeben worden ist. Und trotz alledem darf ich oder konnte ich, sollte ich erstmal dazu absagen. Denn mir sind gerade finanziell ein bisschen die Hände gebunden. Aber ich glaube und vertraue darauf, dass ich dieses Angebot im nächsten Jahr oder vielleicht auch Ende nächstes Jahres wirklich annehmen kann. Von der Person, die sich bei mir gemeldet hat mit einem für mich wundervolles Angebot, was sie schon seit Jahren anbietet, aber ich woanders war. Ich hatte halt andere Sachen zu tun und jetzt freue ich mich darauf, das auch irgendwann in Angriff zu nehmen oder überhaupt dort dieses Angebot dann halt auch wahrzunehmen. Aber jetzt erstmal bin ich weiterhin in mein Minimalismus-Thema oder auch in mein Ausräumen-Loslass-Thema, was auch wirklich Zeit benötigt, was ich jetzt gemerkt habe. Denn ich wollte ja natürlich, also eigentlich bis zum 24.
also täglich ein Buch euch vorstellen und die Energie, die ging einfach irgendwann so im Keller. Im wahrsten Worte des Sinnes, denn mein Freund, der wohnt halt noch im Keller, weil das Haus halt weniger fertig ist. Ich habe auch überlegt darüber, also ich habe auch ein Video davon gemacht, also mehr für mich eigentlich und eigentlich auch als, ja, keine Ahnung, kreative für mich Botschaft. Aber ich überlege wirklich, es irgendwie zusammenzuschneiden mit interessanter Musik vielleicht im Hintergrund und das hochzuladen, damit ihr mal seht, wie so, ja, wie gerade sozusagen ein Innenausbau oder wie eine Veränderung auch in ein Haus entstehen kann oder überhaupt ist. Ich denke mal, viele wissen das auch und kennen sowas auch, entweder bei einem richtigen großen Wohnungsrenovierungsbau oder bei Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freunden. Aber bei mir steht das halt auch gerade total im Programm, so dass es mich auch die Energie so zieht, so. Und ich hier sitze eigentlich so wie Wasser voller Sack. Also so eigentlich so wie, hallo, ich könnte mal Schlaf gebrauchen. Ich möchte einfach wieder anfangen, so zu schlafen und auch so, also auch in den Schlaf gerne auch meine Träume zu träumen. Aber das ist gerade weniger möglich, weil ich die letzten 3 Tage wirklich von meiner Sicht her wach war. Wach. Ich war wach. So wach, dass mein Kopf gearbeitet hat, mein Kopf über alles Mögliche nachgedacht hat, mein Kopf über ja, sogar schon was verfasst und geschrieben hat für mich auf Papier, auf Computer, was auch immer. Also es war so richtig am Rattern, wo ich immer noch denke, so ja geil, es ist totale Inspiration da und auch Kreativität oder auch mit diesen ganzen Formulierungen, die mir dann so kamen, wo ich gedacht habe, hey, krasse Sache, Anja, das geht, das ist wirklich cool. Und dann denke ich das oder für mich auch so denke ich es aufgeschrieben zu haben oder geschrieben zu haben. Und dann ist es vielleicht weg oder der Gedanke ist vielleicht noch da. Und trotz alledem möchte man einfach nur liegen und schlafen. Ja? Und es ist einfach gerade weniger möglich, weil es einfach so in mir ist. Es fließt einfach so und läuft einfach schön weiter und ich denke mir so, Halleluja. Also übrigens, gestern war das anders, so das Gefühl. Da war ich zwar auch die ganze Nacht wach, voll am Rattern und so, aber ich war dann wirklich, wo ich dann wach, wo ich dann die Augen geöffnet habe, weil ich eigentlich ja wach war, so außer Augen zu, saß ich da und war eigentlich, dachte ich und fühlte ich so wirklich richtig wach. Ja, so wach, so voller Energie, so wach, ich könnte was tun. So konnte ich also eigentlich weniger tun, weil, naja, ist ja egal, hat ja was anderes zu tun. Und dann heute denke ich mir, heute bin ich weniger wach, heute bin ich müde, heute bin ich, Leute, ich könnte schlafen, ich habe kein, ja, und so null Bock so mäßig, wo ich dann denke, hallo, ich habe doch hier noch so viel zu liegen und ich freue mich auch, dass ich so einiges machen kann. Ich habe übrigens auch viele Sachen schon verschenkt oder verschickt oder verkauft. So kistenweise habe ich jetzt die letzten Tage rausgebracht und zur Post gebracht und verschickt. Und auch einige Bücher und CDs und was auch immer. Ich freue mich immer noch darüber. Freue mich auch, wenn wirklich sich jetzt die eine oder andere noch meldet für das eine oder andere Buch, was gerade noch immer noch online steht oder was ich euch dann morgen oder heute noch vorstelle. Ja, da freue ich mich echt drüber. Erstens und zweitens. Oh, Entschuldigung. Kommt jetzt die Sonne raus und vielleicht bringt die Sonne auch ein bisschen mehr Energie wieder. Was ich glaube. Ja, ich vertraue darauf. Ja, und dann
habe ich auch so ein kleines Blackoutchen gerade wieder. Was ich so sagen hätte noch können. Ich mache einfach jetzt Schluss mit diesem schönen Video. Für mich war das ein schönes Video. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ciao!